Ja, hallo und herzlich willkommen heute wieder auf meinem Kanal. Heute wieder ein kleines Testflüglein mit einem Helikopter. Und hier mein Outdoor-Test geht jetzt los. Lange Rede, kurzer Sinn. Checken wir an. So, hier haben wir den guten. Wie gesagt, ist ein bisschen kühl. Das heißt, den Akku immer schön in der warmen Hand halten. Stimmt den Akku erstmal ein hier. Die Lampe muss ja brennen. Dann die Fernbedienung einschalten, entriegeln das Ganze und das hier ist alles beides gleich, brennt ruhig. Das heißt, wir haben Verbindung und hier die ganzen Start-Stopp und schon geht er los hier. Fliegt ja schön, entspannt, sehr leise. Ja. Wie gesagt, ich habe was ich vergessen habe. Man kann auch kalibrieren, wenn ihr irgendwo einen Crash hattet. Dann muss der irgendwo kalibriert werden. So. Fliegen wir jetzt hier. Landetaste. Und der Helikopter dreht aus. Ich sitze mir davor mit dem Masit hier. Hier. Das macht ein kurzes Pieps, das Ding ist kalibriert und ihr könnt auch so starten hier und ja, das ganze Ding schön, schwebt schön. Nach der hat man nur noch eine Stufe, das heißt, wenn Wind ist, kann es ein bisschen zu Problemen geben. Wirklich toll, richtig leise hier. Sackt auch nicht ab, wenn ich abbremse. Ja, wenn ihr doch mal mehr Wind haben solltet, habt ihr einen Trick, dann trimmt er einfach nach vorn. Das heißt, dann liegt automatisch ein bisschen stärker nach vorn. Der kriegt einfach mehr Speed drauf hier. Da könnt ihr wirklich hier ein bisschen bei mehr Wind fliegen. Ihr merkt, wir haben ein bisschen Wind. Ja, das ist vielleicht nicht so, ich merke es halt hier. Aber dann nickt er einfach mal nach vorne, weil ihr einfach den Hubi mal nach vorne getrimmt habt. Und wenn wir jetzt hier so, mache ich jetzt mal nichts hier. Ich fliege mal ein bisschen weiter her hier. Was in der Kamera sehen kann. Ja, kann ich wirklich hier loslassen und nur mit Nick und Roll arbeiten. Geht wirklich richtig ab hier. Das ist ein Neutralpunkt. Das merkt, da habe ich nicht so viel Power hier. Ich habe auch Power. Wirklich tolles Gerät hier. Und super zu fliegen, leise. 15 Minuten Flugzeit und wenn ihr wieder landen wollt, ganz einfach hier vor euch packen und den Gasknüppel nach unten drücken. Wenn der Sensor merkt, dass er am Boden aufgesetzt, dann ist das Ganze wieder hier, geht er aus. Hier nochmal, dreht an, hätte es irgendwo verheddert, länger drücken, sogenannte Not aus und das Ding geht aus. Ja, hier dieser Knopf ist dazu da, um halt zwischen Mod 1 und Mod 2 umzuschalten. Mod 2 habt ihr hier Gas und wenn es Mod 1 wäre, habt ihr hier Gas. Da würde ich einfach sein lassen. Hier ist noch keine Beschriftung, dann noch nichts. Okay, wir fliegen nochmal.
nur am Flug anfängt zu blinken fängt, dann deutlich da gucken hier, dass er landet, 15 Minuten Flugzeit, wirklich cool. Wir können wirklich hier schön fliegen, hier sportlich. Und wie gesagt, der Trick eben, falls ihr ein Problem habt, dass Wind da ist, einfach den Nick nach vorn trimmen und schon habt ihr einfach einen größeren Nickwinkel und der Hubschrauber kann hier schön hier nach vorne nicken, verstärkt nach vorne nicken und gegen den Wind ankämpfen. Richtig schöner Scale-Hubi, klasse gemacht. Und jetzt landen wir den ganzen hier, voilà. Und geht hier automatisch aus. Kurz Kameracheck. Er geht noch sehr schön. Ja, und noch einmal ein schönes Spiel, was mir so gut gefiel. Läuft die Nase hier. Ja, wie gesagt, Schwebeflug. Seht, ich habe hier wirklich ganz große Klasse hier. Wie gesagt, nicht so weit hochfliegen als Anfänger, auch so ein Problem. Wirklich erstmal hier probieren, vor euch näher zu fliegen. Die ganze Sache hier. Sehr cool, Konturenflug hier. Macht richtig Spaß, das Teil hier. Das sind der Downwash hier. Blätter hier. Die Blätter aufwirbelt hier. Okay. Ja, also ich würde sagen, jetzt ist meine Kamera ausgegangen hier. Ein Quatsch hier. So. Jetzt landen wir das Ganze mal. Ja, die Kamera hier, die habe ich, eine 360 Grad Kamera habe ich gemacht. Ich filme jetzt meine Hände, damit ihr genau verfolgen könnt, wie ich hier mit der Fernbedienung arbeiten tue. Und wir haben uns genug geflogen, würde ich sagen. Und landen das Ganze hier und Notausknopf länger drücken. Das ist wieder gestartet. Also nach dem Landeflug mit der Landetaste dann wirklich ausdrehen lassen. Wirklich ausdrehen lassen das Ganze. Und dann ist alles in Ordnung. Der Hubi tut schön ab. Top Sache. Nice Sache hier. Die ganze Geschichte. Jetzt ein bisschen hinstellen hier. Fernbedienung erst ausmachen. Und dann hier den Akku einfach rausziehen. Geht ein bisschen schwierig. Wie gesagt, bei den Temperaturen und mit dem Akku ein bisschen vorsichtig machen. Ja, cooles Outdoor-Helikopterchen, wirklich, kann man sehr empfehlen. Macht richtig viel Spaß, hier zu fliegen, auch draußen sehr leise und Tricksipsen, wenn ihr zu starken Wind habt und kommt nicht vorwärts, nehmt einfach die Trimmung und trimmt das Ganze nach vorn. Okay, ciao dann, bis zum nächsten Mal.